Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Day of the Tentacle. Wir haben gerade den Hamster. Der ist ja immer noch nass. Oh nein, müssen wir jetzt in den Trockner stecken auch noch? Moment. Die Mikrowelle hat doch drei Optionen. Benutze die Mikrowelle. Mit. Nein. Da sind drei Stellungen. Garen, auftauen und mutieren ohne Wiedererkennen. Wir könnten den ja mutieren lassen, theoretisch. Ich habe gerade gespeichert, deswegen versuche ich das jetzt einfach mal. Nicht nachmachen, ich habe ihn schon rausgenommen. Oh, Errungenschaft, das muss natürlich nicht sein. Außerdem würde er das Fleischthermometer nicht wollen. Kann ich mir vorstellen. Ich habe ihn schon rausgenommen. Außerdem... Ja, ja, ist okay. Sollen wir also doch nicht machen? Dann gucken wir mal hinten, ob wir ihn trocknen können. Aber wir haben kein Geld dafür, ne? Gucken wir trotzdem mal. Nein. Ja, wie bekommen wir den denn dann trocken? Können wir ihn rot anstreichen? Nein, ich mag die alte Farbe. Prothese? Das macht keinen Sinn. Ach, den Pulli. Das sollte ihn aufwärmen. Knusprig warmer Hamster. Das macht keinen Sinn. Skalpell? Nein, ich fühle mich zu dem kleinen Kerl hingezogen. Ja, aber gestern wollt... was sag ich gestern? Heute Morgen wollt ihr ja noch mit dem Skalpell untersuchen. Oben haben wir auch nichts mehr zu tun, den Zwinger auch nicht. Ja. Weiß ich auch nicht, dann könnten wir eigentlich... Ach Moment, wir haben noch eine Gabel hier. Und hier eine Recyclingmaschine. Das heißt, der Dingens braucht auch Metall. Oder können wir nicht einfach die Gabel dem... Ich versuche einfach mal. Nee, das könnte ich noch brauchen. Wir versuchen mal, die Gabel an Hogi zu schicken. Und dann kann Hogi vielleicht... mit der Gabel die Batterie aufladen. Nee, braucht doch noch ein... Wir gucken mal. Also ich glaube nicht, dass es funktioniert. Aber ich versuche mal. Moment. Ich kann da nicht näher ran. Pass mal auf. Besser nicht. Das macht keinen Sinn. Dann halt nicht. Ich dachte, jetzt können wir mit der Gabel die Katze kratzen und dann... Kommt die Katze doch mit uns mit. Ich kann da nicht näher ran. Gut, dann eben nicht. So, wir schicken die Gabel mal wieder zurück an Hogi. So, also sind wir bei Hogi und müssen uns jetzt wieder die Gabel holen. Das Rumgelaufen ist ein bisschen lästig, dass man teilweise einfach nur rumlaufen muss. Aber gut. Gabel. Oma, können wir die direkt hier kombinieren mit der Batterie? Ich will nicht. Er will nicht. Gehen wir mal zu Benjamin und geben ihm die Gabel. Spaghetti. Ja, auch nicht. So, dann gehen wir hoch. Genau, Puppe Tentakel kennt ja den Geheimgang. Genauso wie Grün. War der hier drin? Nein, jedes Mal falsch. Der war auch nicht da. Da war die Frau, Fahnenfrau drin. Gehen wir da rein. So, dann geben wir dem Benjamin mal die Gabel. Ich will nicht. Gib Gabel an Benjamin. Wenn es nicht leicht und wasserdicht ist, dann will ich es nicht. Leicht und wasserdicht. Ja, Spaghetti ist nicht wasserdicht. Aber... Wenn es nicht leicht und wasserdicht ist, dann will ich es nicht. Leicht und wasserdicht. Was hat denn... Wir haben hier ein Skalpell, aber das kann ich mir ganz kaum vorstellen. Was haben wir denn hier bei Bernhard?
Die Brechstange ist nicht leicht. Kaugummi. Na gut, dann versuchen wir trotzdem mal hier in den Keller hier zu kommen und das anzuschließen. Das Gebiss können wir auch nicht mit dem kombinieren, ne? Das macht keinen Sinn. Ja, dann gehen wir mal rein. Können wir das My Name is Schild draufpacken? Ich möchte es nicht verschwenden. Gut. Versuchen wir jetzt mal ranzugehen. Tut mir leid, ich habe strikte Anweisungen von Tentakel Nummer 1. Dem allmächtigen Alten. Dem großen Vater Purpurtentakel. Niemanden Vater? An diese Uhr zu lassen. Aber ich habe Rechte. Ich bin ein Tentakel. Und ein attraktives dazu, muss ich sagen. Aber niemand kommt in die Nähe dieser Uhr, solange ich hier bin. Und solange ich nicht gerade ein paar flüchtige Menschen jage, bleibe ich auf diesem Fleck. Mist! Ihr habt den Mann gehört. Lauft! Du sprichst mit den falschen Leuten. Wir sind gerne hier. Wir sind Berühmtheiten. George oder Harold, wie auch der neue Name ist. So, dann gucken wir mal, ob wir den Hamster, glaube ich, hier kommen. Nein! Egal, packen wir schon mal das Namensschild auf die Mumie. Vielleicht können wir schon mal den Preis gewinnen. Ja, das ist der Geist! Jeder wartet auf den Anfang! Lasst uns mit der Show beginnen! Oh, oh. Ah, nun geht's los. Ich bin schon ganz nervös. Okay. Okay, dann geht's also erst los, wenn wir die Typen nach oben gebracht haben. Wenn die 10 oder so anbringen, wahrscheinlich ganz oben. Vorher will ich aber mal probieren. Wir hatten doch hier diese eine Schrumpfmaschine. Das war das die hier? Loch? Grünes Loch? Monitor. Da steht Medulla-Rechteck. Nein, hier lang. Ich versuche mal den Hamster da irgendwie. Da stecke ich nichts rein. Und den grünes Loch? Da stecke ich nichts rein. Da stecke ich nichts rein. Und hier? Meine Arme sind nicht lang genug. Die ist ziemlich kaputt. Man ist ziemlich wenig Staub hier. Also der Raum wird anscheinend trotzdem sauber gemacht. Okay, also keine Ahnung. Dann gehe ich einfach mal da oben und wir können mal an dem Wettbewerb teilnehmen. Weil wir müssen ja noch den Pokal gewinnen. Aber mit Haare. Haben wir Haare? Wir brauchen Haare. Können wir aus Spaghetti Haare machen? Wenn uns Hoagie die Spaghetti zurückschickt, beziehungsweise hier hinschickt, der wollte die Gabel nicht haben. Was für, Lächeln, Lachen und Haare waren wichtig. Gucken wir mal, dass wir Laverne und so die Spaghetti schicken, die wir hier im Keller gefunden hatten. So. Und ich weiß auch nicht, warum der Chronojohn von Hoagie hier draußen landet, neben dem Baum. Aber Laverne's Chronojohn landet quasi beim Baum und
Also müssen die nicht alle im Keller landen, da wo sie eigentlich losgelegt haben? Oder hat sich die ganze Erde hier ein bisschen verschoben? Naja, gucken wir mal. Moment. Spaghetti ist ein bisschen fest als Haare. Kann ich nicht Spaghetti nass machen vorher? Ich will nicht. Komm. Ich will nicht. Dann halt nicht, dann schicken wir sie halt durch. Vielleicht werden sie auch nass. Nasse, wabblige, stand da gerade dran, ja. Genau das. Dann holen wir uns die Spaghetti. Und ich vermute schon, mit der Gabel können wir die kämmen. So. So, dann gucken wir uns das nochmal an. Es ist schleimig und klebt zusammen. So. Dann gib Gabel an. Geht nicht. Wieso geht das denn? Benutze Gabel mit Toilette. Also heutzutage ist es deutlich einfacher, da muss man einfach nur draufklicken. So, da scheint was drin zu sein. Nimm Gabel. Das ist der Übergang, das ist halt echt gut gemacht. Also muss ich echt sagen, Double Fine hat das gemacht. Ist echt nicht schlecht. So, müssen wir vielleicht die Spaghetti eigentlich noch trocknen oder trocknet das automatisch an der Luft? Und was jetzt unlogisch ist, wir haben da Papier durchgeschickt, wir haben Verträge durchgeschickt, Briefe. Die sind natürlich nicht nass geworden, aber die Spaghetti, die wird nass. Na gut. Sollten wir vielleicht nochmal bei Popo-Tentakel reingehen? Ich speichere nochmal ab. Einfach nur so. Dann gehen wir rein bei Popo-Tentakel nochmal. Was gibt's? Du störst meine Konzentration. Wo ist denn die Schrumpfmaschine eigentlich? Irgendwo, dann können wir rausgehen. Ist nur ein bisschen verrückt geworden. Das war okay. So, jetzt benutzen wir das Gebiss mit der Mumie. Wir benutzen den Lachkasten. Genau. Wir benutzen die Haare. Und die Gabel. Mit Kopf der Mumie. Ach, okay. Warum da Fleischbällchen drin sind? Fleisch... Nein, wie ekelhaft ist das denn? Ach, ich wollte mich schon fragen. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, warum da Fleischbällchen drin sind. Aber die haben wir durchs Klo gespült. Bah. Guten Appetit, Laverne. Aber, okay. Dann würde ich sagen, das war's dann von dieser Folge. Und in der nächsten Folge machen wir dann wahrscheinlich beim Wettbewerb mit. Wenn es gefallen hat, gerne eine Bewertung da lassen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.